Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie, und zwar geht es dieses Mal um Angular. Angular ist ein Framework, und zwar für Mobile- und Desktop-Web-Anwendungen. Web-Anwendung wiederum heißt eigentlich nichts weiter als, es ist ein Fancy-Name für normale Webseite. Und das ist mittlerweile halt leider einfach so komplex geworden, die Dinger für Mobilgeräte und für Desktop-Geräte zu schaffen und dann gleichzeitig noch möglichst schnell und ja, möglichst viele fancy Dinge und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es da mittlerweile Frameworks dafür, die nicht einfach nur ein CSS sind, das ihr benutzt, sondern es sind wirklich komplexe Anwendungen, die dann im Hintergrund eigentlich die meiste Arbeit euch abnehmen und die ihr dann einfach nur noch benutzen müsst. Und ja, dann geht das alles eigentlich schon recht viel schneller. So, wir sehen hier, die Core-Features sind eigentlich hier alle Plattformen. Das heißt, ja, im Endeffekt mobil, Laptop, Tablet und normale Desktop-Rechner, wie wir hier gerade oder wie ich gerade einen benutze. Speed und Performance ist ganz wichtig, das heißt, es geht sehr, sehr schnell. Und es gibt viele, viele Tools zum Debuggen, das heißt, ihr könnt möglichst leicht auch Fehler finden. Ihr könnt, ihr habt zum Beispiel eine IDE, mit der ihr vernünftig programmieren könnt, das heißt, die euch irgendwelche Sachen vorschlägt. Also hier zum Beispiel Style.font sieht man hier ganz leicht ausgegraut. Wird angegeben, entweder könnt ihr Font benutzen oder Font Family, also solche Vorschläge sind dabei und es wird halt wirklich weit verwendet. Das Ganze wird verwaltet von Google als erstes mal natürlich, aber auch von vielen unabhängigen Leuten, und das Ganze ist auch Open Source, das heißt, ihr könnt da auch wirklich den Quellcode von Angular euch komplett angucken, wenn ihr das wirklich wollt. So, was ich jetzt allerdings an euch erstmal richten möchte, ist eine kleine, naja, Nachricht, was ihr davor schon alles können solltet, also so Vorwissen. Denn Angular benutzt im Hintergrund erstmal noch TypeScript, also die neue Version, die wir hier benutzen werden. Es gibt auch ein Angular.js, aber das ist wirklich veraltet, das sollte man nicht mehr benutzen, denn wir benutzen hier Version 5. Version 5 ist jetzt quasi diesen Monat rausgekommen. Version 4 war davor war Version 2, 3 war in 2 enthalten und davor war Angular.js, und das ist dann wirklich also schon ziemlich alt, das solltet ihr nicht mehr benutzen. So, Angular seit Version 2 benutzt also TypeScript im Hintergrund. Das heißt, was ihr als erstes mal lernen solltet, wäre TypeScript. Dazu geht ihr einfach unter diesem Video auf meinen Kanal, beziehungsweise auch einfach in den Infokarten nachgucken, aber hier könnt ihr tatsächlich sehr viel Web-Development lernen, also natürlich auch noch andere Sachen hier, Python, IT-Security und Hacken, C, Web-Development, Java, theoretische Informatik, Softwareentwicklung, weitere Programmiersprachen, News, Events und so weiter und so fort, habe ich alles da, klar, aber woran ihr höchstwahrscheinlich am interessiertesten seid, ist Webentwicklung, und dazu gehe ich einfach mal auf Web-Development, und da seht ihr einen Haufen Playlists, um genau zu sein, 9 Stück. Jetzt mit der Angular-Playlist wahrscheinlich dann 10. Ich kann die Playlist erst einfügen, wenn ich das Video aufgenommen habe, deswegen ist sie noch nicht da. Und ja, dann geht ihr hier auf erstmal TypeScript, und ihr werdet merken, für TypeScript benötigt ihr Wissen in JavaScript. Das heißt, das sind die beiden Playlists, die ihr euch vorher mal angucken solltet. Und wenn ihr dann wirklich auch dieses Ding hosten wollt, dann könnt ihr euch diese Serie angucken. Wenn ihr wirklich noch HTML oder CSS machen wollt oder PHP, jQuery, SQL, all die Sachen könnt ihr benutzen, aber das Wichtige ist hier erstmal JavaScript zu lernen und TypeScript zu lernen. Das wäre sinnvolles Vorwissen, damit ihr hier wirklich auch mitkommt, was alles so passiert und was da überhaupt da steht zum Beispiel. HTML schadet auch nicht, CSS schadet auch nicht. So, weiter geht's. Wenn ihr jetzt diese beiden Sachen gelernt habt und wieder hier seid, dann wollt ihr natürlich eine IDE benutzen, das heißt eine Entwicklungsumgebung. Und dazu gibt es hier unter angular.io/resources einige coole Empfehlungen, die ich auch wirklich so unterschreiben kann. Angular IDE, das ist eine IDE, die wirklich nur für Angular gedacht ist. Die könnt ihr hier kostenlos runterladen. Download Angular IDE, beziehungsweise wenn ihr NPM schon installiert habt, was ihr für TypeScript ohnehin braucht, wir werden es gleich trotzdem nochmal kurz machen, dann könnt ihr es hier auch hier mit einfach installieren, und dann habt ihr es schon quasi direkt, ohne dass ihr was machen musstet. Oder als Eclipse-Plugin, wenn ihr Eclipse-Fans seid. Geht alles. So, dann IntelliJ funktioniert genauso, Visual Studio Code, die Windows-Lösung, die mittlerweile auch auf Linux läuft, aber benutzen auch sehr viele Leute. Und WebStorm, ich werde in diesen Videos PHPStorm benutzen. Das ist sozusagen die nicht ganz so lightweight-Variante von WebStorm, die kann noch ein bisschen mehr, kostet allerdings leider ein bisschen was. Und ja, ich werde hier PHPStorm benutzen, ihr könnt aber tatsächlich alle von diesen 4 Lösungen oder alle von den 5 Lösungen benutzen, die sind alle sehr gut. So. Also einfach draufklicken, dann öffnet sich ein Link, also so zum Beispiel, also total easy, und dann halt auf Runterladen installieren, der übliche Kram. Da braucht man wirklich kein besonderes Wissen, einfach ganz normal Ja und Amen klicken, und dann habt ihr die
Entwicklungsumgebung hier schon dabei. Wie gesagt, hier Angular, die hier würde ich euch vielleicht als erstes empfehlen, wenn ihr direkt dabei seid. So, Angular, also hier sehen wir noch mehr Tools oder sowas, was man alles brauchen könnte. Es ist enorm viel. Ich kann hier gerne mal ein bisschen runterscrollen. Wir werden nicht alles durchsprechen, keine Sorge, es geht nur noch um zwei Sachen. Und zwar die Angular CLI, das bedeutet Command Line Interface. Da habt ihr am Ende, Moment, sowas in der Hand. Das gibt es auch auf Windows und damit könnt ihr dann Angular-Applikationen automatisch leichter erstellen. Also müsst nicht alles von Hand machen. Das werden wir gleich noch installieren und auch schon gleich benutzen. Und dann vielleicht noch Augury. Das habe ich hier offen. Das ist auch sehr cool. Ist eine Browser-Erweiterung. Allerdings natürlich, weil Angular von Google und so weiter maintained wird. Nur für den Chrome-Browser gedacht. Und ja, deswegen hier einfach auf Install klicken, wenn ihr Chrome habt. Ansonsten habt ihr leider Pech gehabt. Dann vielleicht einfach kurz Chrome installieren, nur zum hier debuggen. Und das ist ein Tool, das euch wirklich Debugging-Informationen gibt. Das heißt, es macht es leichter, irgendwelche Fehler zu finden. Hier steht zwar vor Debugging Angular 2, aber das ist nicht ganz korrekt. Das funktioniert auch später noch. Und ja, da habt ihr wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Hand, das Ding zu benutzen. So, jetzt haben wir das hier, das haben wir auch. Jetzt, was braucht ihr? Und zwar NPM und Node.js braucht ihr. Das brauchtet ihr auch schon für TypeScript. Das heißt, wer TypeScript schon gelernt hat, der kann das jetzt hier getrost überspringen. Ansonsten ist es wirklich easy zu installieren. Ihr müsst einfach nur hier auf die Seite nodejs.org und dann wird normalerweise auch eure Sprache richtig eingestellt. Und dann könnt ihr hier auch schon die richtige Version runterladen. Bei mir steht jetzt halt Linux da, weil ich Linux habe. Ihr könnt es aber auch für Windows runterladen. Das ist absolut plattformunabhängig. Und hier die LTS-Version würde ich euch empfehlen. Es gibt allerdings auch eine neuere Version. Also, ja, ich habe die neuere Version. Ihr könnt aber auch die LTS-Version installieren. Einfach runterladen, beziehungsweise wenn ihr unter Linux seid, geht es auch aus den Paket-Dingern, also Pacman oder apt oder apt-get oder whatever. Unter Windows einfach runterladen, installieren, klicken, arm und ja. Und das war's dann auch tatsächlich schon. Und dann habt ihr tatsächlich auch schon NPM mit installiert. Das ist da dabei. So. Das Ganze könnt ihr überprüfen, indem ich hier wieder mal eure Kommandozeile öffnet. Unter Windows einfach cmd in die Windows-Tasten einhämmern und cmd.exe ausführen. Unter Linux solltet ihr wissen, wie es funktioniert. Ansonsten habe ich auch zu Linux eine Playlist und da findet ihr dann auch alles, was ihr zu diesem Command-Line-Interface hier braucht. So, was ihr hier jetzt machen könnt, erstmal die Version überprüfen. Node --version. Sollte euch irgendwie eine Version geben, bei mir Version 9.2. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video guckt, ist schon eine neuere Version draußen. Schaut immer, dass die Version möglichst aktuell ist, denn es kann Sicherheitslücken geben. Das heißt, immer schön upgraden und patchen. Dann haben wir natürlich hier noch die Möglichkeit, jetzt NPM-Version zu überprüfen. Also NPM --version. Und da finden wir auch eine Version. NPM ist die Paketverwaltung. Das heißt, damit könnt ihr neue Pakete installieren. Pakete, sowas wie Angular tatsächlich. Also das ist wirklich alles nur, was ihr Zeug, was ihr zum Entwickeln tatsächlich braucht. Das ist nicht irgendwas, was ihr später auch wirklich mitliefert für den Client, also für Leute, die eure Website angucken. Das braucht nur ihr zum Entwickeln tatsächlich. So, ja, und wenn wir das jetzt alles schon haben, dann können wir jetzt auch endlich mal Angular installieren. Wie wär's? So, also ich weiß, langer Weg bis zur Installation ist aber tatsächlich worth it. Und jetzt gehen wir hier einfach her. Unter Linux braucht ihr sudo, unter Windows nicht. Ich mach's jetzt mal ohne erstmal. npm install minus g und dann add, ja, das Ding kann add, angular/cli. So, das dauert jetzt theoretisch eine Weile. Ich habe es natürlich schon gemacht, deswegen mache ich das nicht nochmal. Unter Linux noch die kleine Anmerkung, sudo braucht man, sonst wird es da einen Fehler geben. Okay, und jetzt habt ihr dann wahrscheinlich Angular installiert. Das bedeutet, ihr habt auch das Angular CLI installiert. Immerhin haben wir das gerade eingegeben. Und das CLI ist erstmal ein ganzer, ganzer großer Haufen aus Abhängigkeiten, deswegen dauert die Installation ein bisschen. Und ja, jetzt könnt ihr tatsächlich auch mal die Version von Angular bzw. dem CLI überprüfen. Nennt sich dummerweise nicht Angular CLI oder sowas, sondern NG. NG --version. Und dann steht da alles, was ihr wissen müsst, also hier auch welches Betriebssystem ihr habt, was ihr eigentlich selber wissen solltet. Aber okay, das macht's auch für euch. Und ja, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Jetzt können wir loslegen. Und dazu am besten einfach mal einen Ordner anlegen, in dem ihr eure Web-Anwendung erstellen wollt. Das heißt, ihr geht hier in irgendeinen Ordner und macht hier einen neuen Ordner oder was auch immer ihr haben wollt. Also einfach, bei mir heißt der Ordner Angular im Ordner Tuts. Und da sind meine ganzen Tutorials mit euch gewesen. Hier, ich habe sogar schon mal mit Go angefangen, bin aber noch nicht dazugekommen, es aufzunehmen. Okay, Vorfreude geweckt, hoffe ich mal. Gut,
Was das jetzt ist, ist im Endeffekt, hier wollen wir unsere Anwendung oder unsere Web-Anwendung drin haben. Das heißt, hier wollen wir nachher auch den Code ändern und dann auch wirklich diese Website anzeigen. Und das machen wir, nein, wir machen das nicht hier in dem Ordner, sondern wir machen in dem Ordner einen Rechtsklick beziehungsweise unter Windows einen Shift-Rechtsklick. Und dann steht hier im Terminal öffnen oder in der Kommandozeile öffnen. Dann seid ihr gleich im richtigen Ordner. Und dann landen wir hier. Und hier drin gehen wir jetzt her und erstellen eine neue Anwendung. Und zwar wieder mal mit ng. Und dann wollen wir hier eine neue Anwendung erstellen. Das machen wir einfach mit ng new. Und jetzt einfach den Namen eurer Anwendung, also zum Beispiel meine App. Und dann dauert das ein bisschen, weil es hier die ganzen Pakete erstmal noch installieren muss oder auch kreieren muss. Hier werden sogar noch einige Pakete installiert. Und ihr seht, diese ganzen Dateien, die kann man auch von Hand anlegen. Also das ist eine JSON-Datei, das könnt ihr euch gerne mal alles angucken. Werden wir auch teilweise noch hier machen in der Serie. Das sind TypeScript-Dateien. Das hier, also .ts heißt TypeScript. Gut, die gitignore brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Main.TypeScript, Index.html, also HTML ist auch dabei, Styles.css, dann noch hier ein bisschen TypeScript, noch mehr TypeScript, noch ein bisschen JSON und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir fertig. Okay, das heißt, ich kann das auch überspringen. Gut, so, jetzt werdet ihr hier merken, ihr habt hier einen neuen Ordner, der nennt sich meine App. Da sind die ganzen Dateien drin, von denen ich euch gerade erzählt habe. Das heißt, hier findet ihr zum Beispiel unter Source diese Main.TypeScript und das TS hier, das ist bei mir kein Film, das ist tatsächlich TypeScript. Es gibt allerdings auch eine Filmendung, die nennt sich .ts, deswegen ist hier das Ganze mit einem Filmdingens verknüpft. Hier haben wir auch die Styles.css und die Index.html, also alles dabei, was ihr so braucht. Und ja, das brauchen wir aber alles tatsächlich nicht mehr anfassen, denn es ist eigentlich schon fertig. Alles für uns gemacht worden von der Angular CLI. Deswegen ist es wirklich sehr bequem geworden, mittlerweile Angular zu programmieren oder mit Angular zu programmieren. Was ihr jetzt nur noch machen müsst, ist in diesen Ordner reingehen, das heißt CD meine App. Und das funktioniert tatsächlich unter jedem Betriebssystem ziemlich genauso. Und hier drin könnt ihr dann diese App serven. Serve bedeutet so viel wie, ihr wollt sie anzeigen, also ihr wollt auch die Möglichkeit haben, dass man sie im Browser anguckt. Das heißt, ihr geht her, ng, das ist irgendwie immer das, was man vorne dran schreiben muss, weil damit sagen wir Angular, mach was. ng, serve, ups, serve. Und das ist es auch schon. Einfach Enter drücken. Jetzt dauert es nochmal kurz, weil es diese ganzen TypeScript-Dinger in JavaScript umwandeln muss und euch dann auch erstmal alles fertig anzeigen muss sozusagen und rendern muss. So, wenn hier steht Webpack compiled successfully, dann funktioniert alles. Das heißt, ihr habt hier keinen Kompilierfehler und das ganze Ding läuft auch wirklich. So, und jetzt könnt ihr im Browser wechseln, also ganz normal, wie ihr eine normale Website anwählen würdet und könnt im Browser localhost Doppelpunkt 4200 angeben. Was das bedeutet, machen wir gleich, dann seht ihr dieses wunderbare Logo und ja, im Endeffekt die Standard-App, die auch für Mobilgeräte tatsächlich ausgelegt wurde. Okay, so jetzt, was bedeutet dieses localhost Doppelpunkt 4200? Localhost heißt, ihr hostet diese Webseite von eurem PC aus. Das heißt aber auch, ihr könnt sie euch angucken wie eine ganz normale Webseite, indem ihr localhost angibt. Das ist sozusagen wie ja, www.the-morpheus.de oder sowas, nur dass es halt nur auf eurem Rechner ist. 4200 ist der Port, das ist einfach von Angular festgelegt worden, wir laufen auf 4200. Jetzt, warum könnt ihr diese Website nicht von einem anderen Rechner in eurem Netzwerk angucken, sondern nur wirklich von diesem Rechner, beziehungsweise warum kann sie online noch niemand sehen? Ganz einfach, Localhost bedeutet die lokale Maschine. Das ist immer, wenn ich jetzt mit diesem Rechner drin bin, dieser Rechner, das heißt das, was der hostet. Aber wenn ich mit meinem Handy drin bin, dann ist es das, was eben das Handy hostet. Und das Handy hostet rein gar nichts. Dann für andere Leute wäre es natürlich jeweils ihre Maschine, das heißt, da funktioniert einfach nur nichts. Wenn ihr das Ding wirklich online bringen wollt, also dass es andere Leute auch sehen, dann müsst ihr einen Server mieten, der irgendwo steht, oder ihr könnt das Ganze auch von zu Hause aus machen, braucht aber ein bisschen mehr Einrichtung. Und muss dann auch von außen zugänglich sein. Das bedeutet, ich würde euch diese Playlist hier empfehlen. Serveradministration ist was Tolles und da kann man auch wirklich viel damit machen. So, ja, jetzt haben wir im Endeffekt alles. Jetzt läuft unsere Anwendung hier. Das bedeutet, wir können auch jetzt weitermachen. Eine kleine Anmerkung habe ich noch und zwar, wenn ihr fertig seid, das heißt, wenn ihr nicht mehr hosten wollt sozusagen oder wenn ihr neu hosten wollt, dann müsst ihr natürlich wieder, ups, das war das Falsche, müsst ihr zurückkommen, jetzt muss ich das richtige Fenster finden, das war das Falsche, das wollte ich. So, das ist im Endeffekt das, was wir gerade gemacht hatten. Webpack compiled successfully bedeutet, jetzt könnt ihr diese Website aufrufen. Wenn ihr sie nicht mehr aufrufen können wollt,
langer Satz, dann einfach Steuerung C drücken, damit brecht ihr das Ganze ab. Und wenn ich jetzt hier auf Localhost gehe, dann ist die Website halt nicht erreichbar, weil eben da einfach nichts ist. Okay, das ist tatsächlich jetzt alles, was ich euch zeigen wollte und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir auch wirklich mit dem Programmieren tatsächlich anfangen können. Gut, das war's, bis dann, ciao!